Ja, ganz herzlich darf ich Sie begrüßen nach der BBL-Begegnung Phoenix Hagen gegen die Atlanta Dragons. Ein Spiel, alle haben es emotional auch entsprechend miterlebt. Stefan Koch, ganz herzlich willkommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch von uns aus hier. Bitte dein Statement zu diesem Spiel. Danke, Martin. Jeder weiß, dass wir Anfang dieses Monats schon mal gegeneinander gespielt haben. Wir haben dieses Spiel damals relativ deutlich gewonnen und uns war klar, dass es heute ein schwierigeres, anderes Spiel wird. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass meine Mannschaft mit dem entsprechenden Fokus in diese Partie gegangen ist. Ich denke, das ist das Zeichen eines guten Teams, aber es ist eben auch das Zeichen eines großen Teams, diesen Fokus aufrechtzuerhalten. Und dazu waren wir nicht in der Lage. Wir haben mit der deutlichen Führung im ersten Viertel etwas gemacht, was man gegen Hagen überhaupt nicht tun darf. Wir sind nämlich schlecht vom Angriff in die Verteidigung zurückgekommen. Wir haben sehr schlecht umgeschaltet. Und Hagen ist eine Mannschaft, die sehr gut läuft. Und da sie heute mit sehr viel Herz, sehr viel Motivation gespielt haben, haben sie diese Schwäche sofort genutzt und sind zurück ins Spiel gekommen. Und entsprechend war das Spiel eigentlich relativ lange offen. Und ich muss Hagen ein Kompliment machen, Ingo und seiner Mannschaft. Sie haben sich sehr deutlich gesteigert zu unserem ersten Treffen vor einigen Wochen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Ingo, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, wir wissen alle, wie wir hier zu Hause spielen können, mit Emotionen, mit dem tollen Publikum im Rücken. Und wir müssen es einfach schaffen, von Anfang an das auch mit ins Spiel zu bringen. Selbst mit Emotionen, selbst das Publikum ins Spiel bringen. Und dann darf uns sowas nicht passieren wie im ersten Viertel. Wenn wir nämlich genau das schaffen und von Anfang an voll da sind und das halten können, dann wäre es vielleicht noch enger geworden, das Spiel. Gut, und man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben heute einen Spieler gesehen, David Holston, vielleicht den besten Spieler bisher, der hier gespielt hat, bei uns hier in der NRW Arena, der war nicht zu stoppen. Wir hatten keine Chance, es hat von außen gut getroffen, wenn wir ein bisschen weiter abgesunken sind. Er ist gut zum Korb gezogen, hat selber abgeschlossen, hat immer die richtige Entscheidung getroffen, egal was wir gemacht haben, egal welchen Spieler ich gegen ihn hatte, egal welche Pick-and-Roll-Verteilung wir auch gespielt haben. Und er macht 28 Punkte, 9 Assists, 7 Rebounds, 4 Steals. Super Spiel von ihm und das war ein Grund mehr, dass wir dann heute auch verloren haben. Ja, Kompliment an Atlanta. Danke, Ingo. Fragen bitte an die Trainer unter Nennung Ihres Pressemediums. Bitte schön. Machen wir danach, ja? Danke. Bitte. Ja, Ingo, heute war es Heimdebüt von Patrick Sparks nach dem guten Auftakt vor 2 Wochen in Bremerhaven. War das für ihn der falsche Gegenspieler, um jetzt zu Hause zu starten, weil das war der denkbar schwerste heute, oder? Ja, ganz sicher. Also wenn du man ist eh ein bisschen nervös, wenn man zu Hause dann das erste Mal vor eigenem Publikum spielt und dann noch gegen einen Spieler, der noch kleiner ist, der noch schneller ist und gerade eine sehr, sehr gute Saison spielt, dann ist das natürlich eine undankbare Aufgabe, gar keine Frage. Hätte er sich vielleicht auch was anderes gewünscht, aber mein Potenzial ist genug da jetzt für die Zukunft, dann bessere Spiele zu machen. Bitte weitere Fragen. Am Ende hast du, und da war ein Abstand von 10, noch 10 Punkten, noch 4 Minuten. Da hast du im Grunde noch einen Blackboard runtergenommen, da habt ihr ein bisschen sehr viel über Brooks gespielt, der schien mir wieder ein bisschen zu überdrehen. Aber es war einfach das Ziel, dass er da Schwung reinbringen sollte und versuchen sollte, das Ganze nochmal zu wenden, was dann nicht ganz geklappt hat. Ne? Ja, es war ja nicht mehr lange, du hast es gerade gesagt, und wir müssten 10, 12 Punkte aufholen. Das heißt, wir müssen schnell spielen. Da Brooks ein Aufbauspieler, unser Guard war in dem Moment, hat er natürlich am meisten den Ball gehabt. Ne? Und dass dann natürlich nicht alle Aktionen gelingen, ist klar. Aber wir müssen schon gegen Atlanta Dragons, da muss alles passen, wir müssen gut spielen. Jeder Spieler muss mehr als 100% bringen, um Atlanta zu schlagen. Und ja, das war heute nicht so. Du hast schon das erste Viertel erwähnt, wenn wir da von Beginn an wach gewesen wären, wäre es vielleicht noch enger geworden. Hattest du den Eindruck, dass einfach die 50-Punkte-Klatsche von vor 4 Wochen noch im Hinterkopf steckte, der Respekt einfach zu groß war und die Köpfe schnell wieder runtergingen, dann, als es gar nicht lief am Anfang? Eindruck hatte ich erst nicht, aber das ist immer eine gute Ausrede, sowas zu denken. Das ist richtig, aber das muss man einfach abschalten.
Das muss man halt lernen. Weitere Fragen bitte. Sehe, das ist nicht der Fall. Dann beenden wir die offizielle Pressekonferenz. Herr Trainer, nach dem Spiel. Phoenix Hagen gegen Adlan Dragons. Stefan, euch alles Gute. Ganz oben. Gute Rückfahrt, ja. Mach's gut, ciao.